Herzlich willkommen zur achten und letzten Veranstaltung zum Thema Systemtheorie. Wir wollen uns heute nochmal mit der Systemtheorie beschäftigen. Heute soll es um die Filter gehen dabei. Hier nochmal ein Überblick über das, was wir bisher gemacht haben. Ja, wir hatten uns ja ganz am Anfang mit den diskreten Systemen beschäftigt, waren dann zu den Transformationen übergegangen und hatten gesehen, dass wir das Ganze auch im Frequenzbereich gut ausrechnen können. Und in der letzten Veranstaltung waren wir dann zu den kontinuierlichen Systemen erst gekommen. Die kontinuierlichen Systeme sind die, die wir eigentlich immer im Sinn haben, wenn wir Signalverarbeitung zumindest betreiben. Ja, dann denken wir immer in den kontinuierlichen Systemen. Deshalb sind die schon sehr wichtig, auch wenn das vielleicht hier bei uns nur in einer Veranstaltung vorgekommen ist, ist das doch der Ausgangspunkt für solche Systembetrachtungen. Das wollen wir uns heute auch nochmal angucken im Bereich der Filter. Und in dem Rahmen werden wir zunächst einen kurzen Rückblick bzw. eine Einordnung machen, gucken uns verschiedene Filtertypen an, werden uns dann in einem Abschnitt überlegen, wie wir die Eigenschaften von so einem Filter aus der Übertragungsfunktion bestimmen können, werden dann in einem weiteren Abschnitt uns ansehen, wie man denn einen Filter entwirft, welche Schritte da nötig sind, was da in der Regel abläuft. Und zum Schluss werden wir im letzten Abschnitt uns dann auch noch um die Anwendung kümmern, also ein paar Aufgaben zu dem Thema rechnen.